Hallo Leute, dablaster.de hat ein neues Video für euch. Und zwar ist es heute die Autotech von Busby. Hey, cooler Lichtreflex. Die Busby Air Warriors Altatech Autotech ist ein, wie der Name schon sagt, vollautomatischer Flywheel Blaster, den ich mir redlich verdient habe, weil ich bei meinem Besuch bei Bancroft so fleißig beim Container-Ausladen geholfen habe, wie dieses Beweisfoto zeigt. Und ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Und ja, das jeden Tag machen, da muss ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Egal, wir gucken uns mal hier den Blaster an. Neben dem Blaster ist im Lieferumfang ein 20-Dart-Magazin enthalten. Was hier losgedreht werden muss. So. Das ist ein ordentlicher Kaventsmann, muss man ganz ehrlich sagen. Aber 20 Dart ist auch so ziemlich das größte Format an Stangenmagazinen, was man so bekommen kann. Also drüber gibt es eigentlich nur noch Trommel. Also gibt die 18er Magazine von Nerf, die enden dann ungefähr hier oder so. Ne? Und das Ding ist dann halt einfach nochmal für 2 Dart mehr gedacht. Und natürlich 20 Busby Ultratech Darts sind auch mit dabei, die ich jetzt nicht auspacke, sondern ich nehme einfach hier die Busby Darts, die ich hier noch von dem anderen Blaster habe. So, zum Blaster selbst. So sieht er aus. Von der Größe her, damit ihr euch das vorstellen könnt, ungefähr so wie eine Demolisher. Ein kleines bisschen kompakter, dafür aber dann halt mit einer Schulterstütze, die zwar kurz ist, aber doch recht bequem, finde ich. Auch der Griff ist klein geraten, aber trotzdem kann ich den ganz gut greifen. Und hier ganz vorne gibt es nochmal eine Handauflage für für die linke Hand oder die rechte, je nachdem, wie ihr halt so drauf seid. Und dadurch kann ich das Ding eigentlich ganz gut handeln. Hier ist halt so ein Kasten drauf, wo irgendeine Mechanik drin ist. Und auf der anderen Seite haben wir ein schickes Air Warriors Logo. Wir können hier vorne keine Laufverlängerung mehr so anbringen, weil die Mündung halt jetzt hier auch so oval geformt ist. Das finde ich ziemlich cool, weil hier halt dran gedacht worden ist, dass die Darts halt auch mal mit unterschiedlicher Höhe rauskommen können. Und diese ovale Mündung, die kompensiert das Ganze dann ein bisschen. Also die verhindert, dass Darts, die nicht komplett waagerecht rausgeschossen werden, sondern mit so einem kleinen Winkel, mit so einem kleinen Bogen, dass die halt nicht mit hier oben anstoßen. Das ist gut gemacht. Vollautomatischer Flywheel Blaster bedeutet natürlich, irgendwo in dieses Ding kommen Batterien rein. Und die kommen hier in die Schulterstütze rein unter dieses Plättchen. 4 AA-Batterien an der Zahl. Und wenn ich jetzt hier mal den Abzug antippe, merkt man schon, hier ist keine Sicherung drin, die verhindert, dass man die Motoren startet, auch wenn kein Magazin drin ist, geschweige denn ein Dart. Das ist schon mal sehr auffällig im Vergleich zu Nerf-Blastern. Was auch sehr auffällig ist, ist, dass hier halt kein Motoren-Start-Taster verbaut ist, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Strife. Da haben wir hier diesen kleinen Knopf und den muss ich halt drücken. Und wie gesagt, es gibt eine Sicherung, kein Magazin drin, Blaster geht nicht. Deshalb packe ich jetzt einfach meinen Finger mal hier rein. Falsche Stelle. Ach, keine Batterien drin. Haha, so kann es natürlich auch gehen. Auf jeden Fall muss man hier diesen Taster gedrückt halten, damit die Motoren laufen. Und dann kann man an den Abzug gehen und Darts verschießen. Das ist hier anders gelöst. Und deshalb ist der Abzug auch so lang. Das kann man hier ganz gut sehen. Und zwar hat der Abzug im Endeffekt 2 Stufen. Leicht antippen bedeutet Motoren starten, und wenn ich den Abzug dann bis zum Anschlag durchdrücke, aktiviere ich quasi den Dart-Vorschub, der dafür sorgt, dass der Dart zwischen die sich drehenden Schwungräder gedrückt wird. So viel zur Theorie. Kommen wir zur Praxis. Ich habe mal ein paar Darts in dieses fette 20er Magazin gelegt. Und jetzt kann ich einfach, ne, wie ihr es quasi gewohnt seid, die Motoren anlaufen lassen, bis sie die richtige Schwungkraft haben. Und dann einfach den Abzug
durchziehen und durchgezogen halten. Shepard, ganz schön. Der Blaster funktioniert jetzt nicht nur vollautomatisch, sondern man kann ihn auch halbautomatisch betreiben, was ganz cool ist. Und zwar, indem man einfach nach jedem Schuss den Abzug ein kleines bisschen loslässt. Und wirklich nur so ein bisschen, dass die Motoren weiterlaufen. Das ist ganz interessant. Das braucht ein bisschen Übung, aber das kriegt man schon hin. Ich habe hier noch zwei Schuss im Magazin. Und die werde ich jetzt mal versuchen, getrennt abzugeben. Funktioniert ganz gut. Und der halbautomatische Modus hat nicht nur den Vorteil, dass man ein bisschen Munition spart, sondern ich glaube, er schießt auch ein bisschen weiter, weil zwischen den Schüssen die Motoren Zeit haben, wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Wie sieht es dann mit der Kompatibilität aus? Also die anderen Ultratech Blaster zeichneten sich ja auch dadurch aus, dass sie mit Nerf-Magazinen und Nerf-Darts funktioniert haben. Ich teste das jetzt mal hier mit dem 10er. Zehner Demolisher Bananenmagazin. Das funktioniert auch sehr schön. Gucken mal, ob die gleich auch schießt aus einem anderen Magazin. Das 15er Blaster Parts Bananenmagazin. Funktioniert auch ganz toll und sieht auch super aus. Und die Kür, das 25er Trommelmagazin von Nerf. Klickt auch. Da sind jetzt auch mal ein paar Nerf-Darts mit da drin. Gucken. Ja. Funktioniert absolut reibungslos. Da mal auf zum Schusstest. Der Schusstest zeigt wieder die Unterschiede zwischen Busby-Darts und Nerf-Darts. Ihr seht jetzt hier die Busby-Darts im vollautomatischen Modus geschossen, die, würde ich mal so sagen, so knappe 16 Meter, eher 15 Meter fliegen, weil die meisten Darts dann doch kurz vor der Tür liegen bleiben, die ihr ganz hinten am Ende des Flurs seht. Im halbautomatischen Modus schießen sie ein bisschen weiter, also die kommen deutlich besser bis zur Tür. Was natürlich auch kein Wunder ist, weil ich natürlich zwischen jedem Schuss die Schwungräder nochmal laufen lasse. Mit Nerf-Darts sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Man merkt einfach, dass Nerf-Darts deutlich leichter sind und deshalb einfach weiter fliegen. Problem dabei ist, dass dadurch, dass sie halt leichter sind, sie deutlich mehr trudeln. Also es ist sehr schwierig, diesen Flur geradeaus herunterzuschießen, ohne dass die Nerf-Darts links und rechts irgendwo gegenprallen. Nichtsdestotrotz, die Darts, die es halt bis ganz nach hinten schaffen, würden es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter schaffen, aber da ist halt die Tür im Weg. Reichweitentechnisch würde ich sagen, ist die Autotech mit einer Demolisher vergleichbar, wenn nicht sogar noch ein Ticken besser, wenn man eben Nerf-Darts benutzt. Man muss dabei natürlich in Kauf nehmen, dass sie halt dann nicht mehr so genau schießt wie mit den mitgelieferten Darts. Das kann man aber natürlich kompensieren, indem man einfach Wechselmagazine dabei hat oder natürlich Trommelmagazine, die eine ausreichende Kapazität zur Verfügung stellen. Als Fazit, die Autotech ist eine gute Alternative für Leute, die die Demolisher mochten. Die Demolisher mochten, da bin ich jetzt gerade fünfmal drüber gestolpert. Die Demolisher mochten, sie hat im Vergleich zur Demolisher den Vorteil, dass sie halt vollautomatisch schießt und dass sie ein deutlich größeres Magazin dabei hat, nämlich 20 Schuss im Vergleich zu 10 Schuss. Also deutlicher Unterschied und deshalb die Autotech eine gute Alternative eben für einen Blaster wie die Demolisher oder vielleicht auch die Rapid Strike. Das war's. Ich hoffe, dieses Video fandet ihr informativ und es hat euch geholfen. Schaut mal wieder rein. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.